oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einem Spiel für iOS. Super Starfish. Gratis, 188,9 MB groß, erfordert mindestens iOS 11.0 oder neuer. Es gibt In-App-Käufe zwischen 1,09 € und der teuerste ist 54,99 €. Und zwar kauft man Mondsteine, die neuen Schlumpfbären, Fragezeichen. Und bei 624 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternbewertung von 4,7 von 5 Sternen. Und ich lese mal einen Teil der Beschreibung vor. Schwimmen als interstellarer Sternenfisch durch den wirbelnden Kosmos, erwecke dein Weltraumaquarium zum Leben, indem du Meteoren, schwarzen Löchern, Quasaren und Meer ausweichst. Super Starfish verwendet modernste Techniken, um verblüffend visuelle Effekte zu erzielen, wie sie noch nie zuvor in Handyspielen zu sehen war. Lasse dich von wirbelnden Farbwellen verzaubern, während dein Sternenfisch durch die Galaxie schwebt. Sammle exotische Flora und gestalte dein eigenes Raumaquarium. Erlebe, wie deine Sternenpflanzen wachsen, während du ein Zuhause für deine wundersame Sternenfischsammlung schaffst. Einfaches, intuitives Spielvergnügen für jedermann. Jetzt ausprobieren. Entdecke den Kosmos und entdecke faszinierende neue Zonen. Perfektioniere deinen Schwimmstil und sammle riesige Kombos. Konfiguriere und züchte dein eigenes Aquarium im Weltraum. Über 30 farbenfrohe Sternenfische, die du sammeln und deinem Aquarium hinzufügen kannst. Kannst du einen äußerst seltenen Sternenfisch finden? Wetteifere mit deinen Freunden und teile deine Entdeckung. Im Prinzip, das Spielprinzip ist sowas wie, ja, sowas wie die Spiele, deren Namen mir jetzt nicht einfallen. In manchen Spielen ist es irgendwie so Zweiter Weltkrieg oder so und ihr steuert ein Flugzeug, indem ihr den Finger hin und her bewegt und Gegner abschießt. Hier steuert ihr diesen Sternenfisch, den Starfish, mit dem Finger von links nach rechts, müsst Hindernissen ausweichen, müsst Sterne sammeln, müsst Aufgaben erfüllen, manchmal irgendwie Muscheln sammeln etc. pp. Das Ganze in einem netten Sound, nette Grafik. Langzeitmotivation ist so die Frage. Ich glaube auch, man spielt, oder ich jedenfalls würde das lieber auf dem iPhone spielen, hätte ich eins, und nicht auf dem iPad tatsächlich. Aber das ist ein nettes grafisches Spiel, was man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.